Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge LS19 auf der Mühlenkreis Mittelland. So. Ja, Entschuldigung, wir starten. So, schnappen wir uns mal her. Wo hat man die Schafe hingeschmissen? Die lag doch hier vorne. Mal kurz bei den Hühnern etwas sauber machen. Das sieht nämlich wieder mistig aus. Die haben wieder rumgesaut. So, zack. So ist das Zeug hier aufnehmen und nicht drüber rutschen. Jetzt. So, Dilly. So. Und aufgehört. So, der Thomas kommt mal gleich mal beim Seedmaster, also beim Seedmaker. Der blinkt nicht mehr, da gehe ich mal davon aus, dass der Stuhl fertig ist wieder. Mit Saatgut herstellen. Aber da müssen wir erst mal gucken, ob wir abladen können. Na, soll ja rumfahren. Bisschen bin schief gebaut mit dem Lustig-Tool. Na, der sagt 16.000 Liter ist voll. Nehmen wir mit. So, Gele, nehmen wir schon mal die ersten 8000 Liter Saatgut. Nehmen wir mit. So, ein Güllefass könnte ich mir noch bei Gelegenheit kaufen. Eine Gülle zubringen und ein Güllefass. Ja, mal Gülle zubringen und holen. Ja, um die Gärreste mal ausladen bei der BGA und umlagern. Aber erstmal wird das Saatgut von A nach B gebracht. Und damit dem Seedmaster nicht lang, als Seedmaker nicht langweilig wird, weil Seedmaster ist ja ein anderes Gerät von einem anderen Mutter, das dürfen wir mal nicht miteinander verwechseln. Ich will hier Saatgut haben, ich will ohne Stroh will ich ohne haben. Weizen nehmen wir was. So, let's go. Los geht es. Und die Zicken mal wieder hoch, sie kommen wieder. Na komm, kriegen wir rum. So. Oh, wieder vorbei, da vorne. So, stopp. Ist nicht ganz so einfach. Komm, kipp ab den Stuhl. Und nochmal 8000 Liter Saatgut. Denk mal, wenn wir jetzt nochmal 16, nochmal 8000 Liter reinbasteln, müsste reichen.
Dann haben wir erstmal genug Saatgut für Nikira für eine Weile. So, dann werden wir mal uns einen Zubringer uns gucken, was der kostet. Geld gibt es erst ein paar Stunden später, wenn die BGA wieder läuft. So, und? Nee, ich will kein Saatgut, ich will Weizen. Ich muss auch mal ein Display aufstellen. Ich weiß, was hier drin ist. Wenn wir es einmal machen, das große Display aufstellen, dann wissen wir, was wir hier drin haben. So, du bleibst erstmal hier stehen. Das gehen wir schon mal im Shop gucken. Displays müsste hier sein bei sonstiges. Ja, diverses. Display, Display, Display. Nein, nein, nein. Nö. Wo bist du denn? Silo Displays. Das wir alles so haben. Hier haben wir, nehmen wir das große. Ja. Drehen wir dich mal. Halt, andere Richtung drehen. So würde ich sagen, so sieht es gut aus. Zack. Jetzt reicht mir. So, jetzt brauchen wir noch einen Gülezubringer, dann nehmen wir den hier. 15.000 kostet er mit 18.000 Litern. Nehmen wir den, aber er kriegt vernünftige Farbe. So. Und so. Schrift machen wir. Und kaufen. Jawohl. Oh, ein bisschen Power. Dafür brauchen wir ein wenig Power. Gucken wir das mit dem Display an, ob das so funzt, aber ich gehe mal davon aus. Also wir haben drin Stroh haben wir reichlich drin. 25.000, was nimmt davon der Trieb, nehme ich mal an. Saatgut, Sojabohnen haben wir noch etwas drin im Weizen, oder? Wie war das? Ne, ein Display. 13. Da haben wir. So. Bestätigen. Was schon jetzt drüben drin? Sogar nicht drinnen wandern, oder wie? Wer weiß, egal. So, wir holen mal unseren Güllef, unser Geres, die Güllefass.
Wir wollen schon mal sammeln in unserem großen Becken. Um es dann als Dünger eventuell auf die Felder zu bringen. Let's go. Auf geht's, der BGA. Da kommt der Zug. Da war weg. Schießt jetzt heraus, ohne groß zu gucken, aber egal. Ich bin auch flott unterwegs, daher geht das. So, das Feld 6 wird dann höchstwahrscheinlich mein nächstes Feld sein. Für den Weizen. Quatsch, für den Mais. Schon drei Felder um die BGA für Mais. Probably 6 und die 3, dann haben wir ausgesorgt. Dann haben wir schon was fast aufmachen. Jetzt machen wir jetzt ein Fass auf. Den Zahn wollte ich auch mal wegnehmen. Ist immer noch nicht geschafft. Ach ja, so ist das. Der Mais, der junge Mais wächst. So, jetzt wollen wir mal gucken, wo wir den Überladepunkt kriegen. Da haben wir uns. So, gucken wir mal. Jawohl. Und nicht mal mit Animation, das ist doch schade. Aber es ist befunzt. So. Komm hier befüllen. Gülle, okay. Haben wir auch keine, wir haben Gärreste drin. Oh, hier liegt Zeug rum im Hürdelmark. Die konnte uns durchschlängeln. Klappe zu. Gedüngt ist alles. Was wollen wir mehr? Vielleicht mache ich demnächst auch einen CP-Kurs dafür. Muss ich mir noch überlegen. Hier über den Weg, den ich fahre, nicht, weil das wird ein bisschen Brühe werden. Ich habe immer viel zu tun mit meinen anderen Maschinen. Das wäre nicht ganz so prickelnd.
Ich will mal gucken, woher der Ableitepunkt oder ein Füllpunkt ist. Ah ja, muss das schon. Irgendwo ein Display, aber. Irgendwo noch Display? Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Die Anzeige hier ist doch nicht blöde. Kurz im Shop was gucken. Gebäude. Wo sind die Silos? Alle hier. Befüllbares Gerstelager. Ich denke, hier keine Displays gehabt. Nö. Okay, hatte keine Displays. Da war ich falsch. Aber egal. So, holen wir noch eine Ladung. Zeit, dass wir Feld 6 und Feld 3 uns organisieren und einen besseren Einfahrt haben. Oh, das wird schon wieder finster. Oh, das können wir gleich mal machen in so einen Kurs in der nächsten Runde. Der Baum stört mich. So, weiter geht's. So, bis erst hole ich mir Feld 3. Eine schöne Kreisfahrt könnte man machen hier rein. Und zack, die nächsten 18.000 da rein. Muss bis auf Kosten mit dem Dings mit dem Ballenlager. Ich sehe gerade nicht viel, aber macht nichts. So, aber wir sind wieder am folgenden Ende angekommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Yasuo.